Ja, hallo zusammen, guten Morgen. Ja, sehr traurig. Yeah.
Jetzt, wo sind denn die Stöcke? Ah, hier. Ach so, okay.
ich muss viel erstmal mit der Steuerung vertraut machen, irgendwie. Das ist irgendwie nicht so wichtig. Oh, da hast du doch Futter. Was kriegst du denn jetzt? Ja, die Kontrollsteuerung ist nicht so gut. Yeah.
wie ich jetzt Tasten, den Tasten den füttern soll. Also hier habe ich Äpfel. Keine Ahnung. Ich jetzt. Fahrer heißt darauf reiten oder so. Ah, stehe. Schwein reiten. Ah, ich verstehe. Okay. Schweinsgalopp. So, ich soll seinen Hunger stillen. Ja, ich habe versucht Äpfel vorzulegen, hat er nicht gefressen. Hat ihm auch direkt ausgegeben. So, jetzt friss. Das ist ein Apfel. So, jetzt. Ach so, es geht nicht das Schwein zu füttern, sondern Casimir selbst. Ah, ich verstehe, ich habe das jetzt falsch verstanden. Ich dachte, ja, okay, das war eine Verwechslung. Eine Posse. Leere Flasche, volle Flasche, okay. Ja, ich versuche mal wieder mit dem Controller, weil ich spiele solche Spiele, Simulationen eigentlich immer lieber mit dem Controller. So, Pythos fährt zum Flug. Ja, Flauschi bringt dann halt Pferdestall, denke ich mal. So. Thank you.
Wand gehen. Ah, der folgt jetzt, ne? Okay. Schau mit den Augen des Bauern, um wichtige Dinge zu erkennen. Frage ist nur wo. Muss mal kurz in den Einstellungen gehen, vielleicht kann ich die Controller noch da zusätzlich einstellen. Ah, dort ist es gut. Only Ram, sure, the game is good. Ja, ich muss mich irgendwie mit der Controllersteuerung vertraut machen. Das ist jetzt am Anfang etwas schwierig. I'm not sure if they're
Mein erstes Acker gepflügt. Gewöhnungsbedürftig, muss ich mal sagen. Ja, wenn das noch sowas noch nie gespielt hat, ne? Sag, spiel mit dem Controller, ne? Mein Bestes. Ziemlich chaotisch. Ich
I'm just going to do an operator. Vielleicht ist das die Hintertür, kann ja auch sein. Nee. Ja, da muss ich erstmal öffnen, mach ich doch. So, okay. Und ich habe die Gäste, wenn ich mich sammle. I'm just going to do an operator. Ich denke, es ist immer hilfreich, dem Schwein zu folgen. Ja, das Schwein ist sozusagen das Tutorial. Zumindest die Hilfestellung zum Tutorial. Da füllt den Eimer. Frage ist nur, wo der Eimer ist. Vielleicht meinte das hier. Das
einen leeren Eimer. Habe ich jetzt den Blick des Bauern auf den Controller-Steuerung gelegt. Aber wo ist hier das Eimer? Der Eimer. Ich sehe hier keins. Wanne? Ah, hier ist ein Eimer. Aber das ist ein Brunneneimer, den kann ich nicht nehmen, glaube ich. Kann ich ja kein Gras reintun. Ah, hier ist ein Eimer. Ah, okay. Wahrscheinlich soll ich erstmal das Gras dorthin legen und dann den Eimer holen. Oder wie soll ich das so stehen? Gut, ich lege erstmal hier hin. Okay. Sein alles. I'm
Regel, die ich schon umhören werde. A ist ablegen, beziehungsweise auch B, oder B ist nehmen, A ist ablegen. Eigentlich müsste es ja umgekehrt sein von der Steuerung. A müsste eigentlich... Baue B. Vielleicht sollte ich das erstmal so lassen, vorerst, bis irgendwie eine vernünftige, volle Kontrollunterstützung da ist. Das ist jetzt alles irgendwie ein bisschen doof. So, sammle den Mist mit der Gabel vom Boden auf und werf ihn auf den Misthaufen. Wo der Misthaufen ist. Na, und dahin. Ich werde das mal so machen, dass ich jetzt pro Stream eine Stunde mache, damit die Zuschauer nicht mit den Zuschauern zu überansprucht sind.
Eigentlich sollte ich die Mistgabe ja zurückbringen, ne? Die Mistgabe zurück. Wird das hier ablegen. So, gelegt in den Rucksack, okay. Muss, dass die anderen nicht wegfliegen. Laden. Jetzt nicht, was er will. Halt. Halt.
Ja, ich weiß nicht wo. Keine Ahnung. Im Laden, ne? Pura tiritura drada. Was da? Juri hat die Rechte. Ja, die Frage ist, wo geht's denn nach Hause? Ah, hier ist das Schwein. Das Schwein führt mich. Schweini. Schweini. Das ist tatsächlich Nachnamen, tatsächlich mit Schwein anfangen, also wie Schweinsteiger, der Schweinebraten. Also ich hatte mal eine Kollegin gehabt, die ist Schweinebraten. Wirklich, das ist echt Schweinebraten. Und jeder kennt ja den Fußballer Schweinsteiger. Die Stadt Schweinfurt. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Deutschland. Halt so eine Stunde und halt jeder Stream wird circa eine halbe Stunde dauern. Ja? Damit ich halt den Zuschauer nicht zu überanspruche mit seiner Zeit. Aber ich sag mal, die Steuerung ist ein bisschen schwierig, muss ich zugeben. Ich habe versucht auch irgendwie ein bisschen einzustellen, was mir teilweise gelungen ist mit der X-Controller-Taste für den Bauernblick. Also wenn ich jetzt hier so drauf drücke. Aber irgendwie wirkt das Spiel auch deprimierend. Sehr deprimierend. Aber vielleicht kann man es ja mal ausprobieren, ne? Schweinsgalopp. Das wirkt irgendwie so wie ein Bauernhof irgendwo in der ehemaligen Sowjetunion, also Russland, Ukraine und die anderen Staaten wie Weißrussland und so. Halt zu der Zeit, im zeitlichen Kontext der 50er Jahre. So, und was jetzt? Trink Wasser aus deinem Brunnen. Das ist aus der Vorratskammer. Ja. Vor unten links ist ja, sind ja diese drei weißen Symbole. Essen, Trinken und Energie. Oh, ja, ich sehe es ja schon, Flauschi. Kann ich irgendwie springen? Was zu essen geben.
Ja, hier ist ja nichts. Ich habe ja noch einen Apfel. Nee, hatte. Ja, ich finde hier nichts zum Essen. Nichts da. Ach da, okay. Junge, komm mal. So. Aus. Ja, die können auch so stark sein. Das machen wir das nächste Mal. Jetzt haben wir eine Stunde rum. Und, hey, es ist Gewitter draußen. Jedes Mal ein neuer Tag beginnt für Speicher. Ja, okay. Dann gehe ich ins Hauptmenü. Achso, okay, aber jetzt ist ja ein neuer Tag angefangen. Das heißt, es setzt auf automatisch Speichern. Okay. So, Leute. War anfangs ein bisschen schwierig, muss ich zugeben, aber ich muss mich da mit der Steuerung noch vertraut machen. Das ist ungewohnt. Ne? Okay, dann gleich das nächste System bei Pharao und dann Warhammer 3.